und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spielen wir SteamWorld Dig A Fistful of Dirt. Ignoriert erstmal meine englische Aussprache, aber davon abgesehen, habe ich dieses Spiel nur in den Steam Reviews gesehen und habe gesehen, dass es letztens relativ kostengünstig zur Verfügung stand. Und wir werden mal gucken, ob es was für uns ist oder nicht. Tumblet Town wie Nuts for Gold. Population 3. Let's go. Uff, umf. Okay, die Frage ist das ein Controller-Game oder ist das ein Tastatur-Game? Das stellen wir jetzt mal kurz. Tja, so wie ich reingekommen bin, komme ich wohl nicht wieder raus. Könnte Teil der Mine meines Onkels sein. Bräuchte nur ein bisschen Farbe. Ich stehe mich besser um, bevor mein Licht zur Neige geht. So, bevor mein Licht zur Neige geht, machen wir auch den Sound nochmal einen Tacken leiser. Und noch nicht so leiser. Also das ist schon... Soundeinstellungen sind schon manchmal echt prickelig. So. Dorothy. Hey, was glaubst du, was du tust? Na, falsche Stimme. Hey, was glaubst du, was du tust? Dein dramatischer Auftritt hat die Decke einstürzen lassen. Tut mir leid, meine Dame. Mein Onkel hat mir die Mutung für diese Medien geschickt. Ich bin nach Tumbletown gekommen, um herauszufinden, warum, und dann eingebrochen. Oh, du bist Joes Neffe? Er war schon eine Weile fort. Ich habe mich hergeschlichen, um ein bisschen was rauszuholen. Und da? Ich habe ihn gerade gefunden. Es tut mir leid. Du sollst es selbst nachsehen gehen. So. Okay, ich kann bisher nur springen. Okay, ich verbrauche Sprit. Entschuldigung. Lang nicht gesehen, Onkel. Entschuldige, dass ich nicht früher hergekommen bin. Du hast immer behauptet, wir seien uns so ähnlich. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du mir die Mutung geschickt hast. Ich bin kein Bergmann. Seufzt, tja, ich nehme dir ungern deinen Kram weg. Hat er den Kram nicht schon längst? Der hat die Spitzhacke doch schon längst in der Hand. Egal. Logikfehler muss man hier nicht beachten. Wenn ich aber deine Picke mitnehmen dürfte, könnte ich aus diesem Verlies entkommen. Neuer Gegenstand, alte Picke. Ja. Ah, du hast eine Picke gefunden. Siehst wie ein echter Bergmann aus damit. Das ist gut. Der Türhübel ist nämlich verschüttet worden, als du reinkamst. Du musst einen Tunnel unter uns ausheben, um reinzukommen. Ranzukommen. Du musst einen Tunnel nach unten. Ja, ist mir bewusst. Also ich habe mir immer überlegt, wie ich da wieder hochkomme. Ah, mit dem Wandsprung. Das ist praktisch. Was ist hier? Ah, Herzen. Schön. Cool. Irgendwie gefällt mir das jetzt schon.
Dann sprechen wir mal. Bist ja professionell umgegangen mit dieser Mine. Da du ja obendrein der neue Besitzer bist, solltest du sie vielleicht in Betrieb nehmen. Bring mir das Erz, das du findest, ich bezahle dich anständig dafür. Diese Stadt kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin übrigens Dorothy. Also warum brauchst du nicht ein paar Edelsteine ab? Okay, wir suchen nach Erz. Let's go. Zack. Okay. Ich kann auch gedrückt halten. Das ist schön. Gibt's hier so noch. Ah, okay, hier geht es vielleicht irgendwann mal weiter. Ah, das war nicht so klug. Egal. Kann ich da gleich noch von oben ran? Ja, du kannst ruhig da bleiben. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht durch. Jo. Ah, da geht's noch weiter. So. Hier möchte ich aber auch noch mal hin. Und hier war nichts mehr, oder? Ne, hier ist nichts mehr. War es das jetzt schon alles? So, können wir hier noch mal gucken? Ja, guck mal. Hier ist auch noch was. Gut, dann geht's zurück. Let's go. Jetzt hast du den Bogen langsam aus, was? Du solltest mal bei meinem Vater im Verbesserungsladen vorbeischauen. Wenn er sich um deine Pick gekümmert hat, kannst du noch tiefer graben. Du musst ihm nicht unbedingt sagen, dass du mich da unten aufgegabelt hast. Verbesserung freigeschaltet, scharfere Picke. Das ist also der Dad. Hey, jetzt habe ich das Zeug zum Arbeiten. Was darf's denn sein? Lass mich deine Picke schärfen, dann kommst du durch härteren Boden. Plus 2 Bodenschaden, jetzt ist es jedenfalls zäher als bisher. Praktisches Ding, sollte man immer dabei haben. Übrigens kannst du mehrere davon kombinieren. Und dir so aus der Klemme helfen. Gut, wir nehmen das. Jo. Mit dieser Picke musst du mit härterem Boden in größere Tiefe fertig werden. Auf der Suche nach Erzen bin ich da unten noch auf etwas anderes gestoßen. Auf eine Höhle. Vielleicht solltest du sie dir ansehen. Joe hat allen möglichen Kram darin untergebracht. Aber sei vorsichtig. Die Biester sind ziemlich dreist geworden, seitdem er nicht mehr da ist. Das werden wir machen. Wäre doch gelacht, wenn. Guck mal an. Kupfer, schön. Nee, erst mal seitwärts, genau. Dann runter.
mal hier lang. Okay, da oben ist noch einer. Aber da können wir auch gerade runter. Genau so. Kein Platz mehr. Oh. Das heißt. Okay, wie kann ich mein Inventar managen? Wegwerfen. Und das nehmen wir. Ich muss erstmal verkaufen und danach kommen wir wieder. Du hast du was Gutes gefunden? Hab ich. So, so, so. Ich bin jetzt erstmal wieder auf den Grind ausgelegt. Weil der Grind ist ja das, was uns hier am Leben hält. Auf diesem Kanal. Was ist das hier? Okay, da kann ich nicht rein. Dann gehen wir doch mal außen rum. Wofür denn? Oh. Ja. Ich verstehe, was das macht. So, dann gucken wir noch mal. So. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Au. Uff. Okay, wir machen erstmal den Standardweg. Bevor wir hier... Was war das jetzt? Sprintstiefel. Okay, interessant. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Sprint. Kommst du wieder? Ne, kommst du nicht. Gut, dann nehmen wir noch ein bisschen Zeug mit. Okay, wir sind voll. Voll. Voller als voll. Weiter geht's nicht. So, dann gucken wir doch mal.
Gut. Erstmal wieder verkaufen. Hey, was hast du denn da an den Füßen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hast du in der Höhle gefunden? Du meinst, Joe hat sie für dich dagelassen? Vielleicht sind noch mehr davon in der Mine. Hast du die schon meinem Vater gezeigt? Das solltest du. Ching, ching. Mittlerer Beutel. Wie war jetzt nochmal seine Stimme? Du hast alles schon... Ich habe seine Stimme vollkommen vergessen, Alter. Scheiße. Du hast all sein... von der Joes Höhle gefunden, wie? Keine Ahnung, was du für wieder natürlichen Kram er da unten gemacht hat. Ich höre immer nur Zahnräder und Dampf. Auf jeden Fall hat er mit bizarren Dingen zu tun gehabt. Manchmal habe ich ihn etwas davon in meinen Laden lagern lassen. Seltsam leuchtendes Zeug. Lieber war es mir, wenn er es in der Höhle lagerte, die er tief unten gegraben hatte. Was darf es sein? Nee. Jo, Inventarplatz mehr brauchen wir. Was hab ich wieder? Erkunde die Höhle. Let's go. Also, meine Kollegen, wir haben einen Inventarplatz mehr. Das ist doch schon mal gut. Wir könnten da mal auch ein bisschen... Ja, da hätte ich mir auch ein bisschen Weg sparen können, aber... Schön. 16. Kupfer. Das war knapp. Müssen ein bisschen auf die Leisten natürlich aufpassen. Kein Platz mehr. Mhm. Dann wäre es doch gut, wenn wir das wegwerfen und dafür wieder Platz machen. Guck mal an, was wir hier haben. Dann gehen wir doch mal in die Höhle da rein. Wir haben eh nicht mehr so übel viel. Kurz mal wieder auffüllen. So. Okay. Gut. Kriege ich noch nicht hin. Mir fehlt ein Doppelsprung oder so. Ich würde sagen, wir gehen vor allen Dingen jetzt erstmal zurück. Weil es sieht nicht so gut um unsere
Energie aus. Wir wollen es ja nicht drauf ankommen lassen, nicht? Boah, das war aber auch eine knappe Aktion. Jo, und damit würde ich aber auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder streamen, Steamworldic, irgendwie sowas spielen. Ja, Steamworldic war richtig, perfekt. Bis dahin, tschüss.